Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen zum Let's Play von Ark Aberration. Es ist endlich soweit. Aberration ist gestartet. Im Oktober sollte es bereits soweit sein, aber jetzt haben wir ja mittlerweile Mitte Dezember und naja, immerhin. Heute ging es relativ pünktlich los und relativ pünktlich dabei waren auch Sinde und Xar. Moin! Moin! Wir sind tatsächlich angekommen in der neuen Welt von Aberration, haben nochmal so gerade 5 Schritte gemacht, ja, Xar und ich. Während Sinde noch im Hintergrund runtergeladen hat. Ebenfalls im Hintergrund läuft der Livestream zum Release, also große Runde im Chat versammelt. Da werde ich vielleicht hier und da während des Let's Plays auch mal auf den Chat eingehen, da nicht wundern. Und ja, ich würde sagen, wir erstellen uns jetzt einen formschönen Charakter und dann geht es los in diese neue Welt. Ich bin mega gespannt und ich kann jetzt schon mal sagen, es sieht einfach saustark aus, was da auf uns wartet. Da haben sie wirklich richtig einen rausgehauen, glaube ich. Mal schauen. Oh ja. So. Mache ich wieder so einen schönen Charakter wie eben? Ich habe mich übertroffen. Du hast dich übertroffen. Schön. Wie schön, Sinde, das geht nicht. Ja, schön. Schön geht nicht. Na schön. Schön. Ach, so schön, meinst du? Sag das ja, doch. Ja, so meiner ist schön. Schön, ja. Nennen wir es schön. So auf seine ganz eigene Art und Weise, ja. Okay. Machen wir so. So. So, so, ein Traum. Ich weiß schon gerade nicht mehr, wie meiner eigentlich vorhin aussah. Schön. Weiß ja nicht. So, der ist auch toll. Weiß nicht, ein bisschen übertrieben. Hm, so. So. Das ist super. Das ist ein Träumchen, so. Ich will es, glaube ganz sehen. Wir spawnen alle in bei Portal. Ist da auch soweit, Sinde? Ja, ja. Wunderbar. Und wir sind momentan nur zu dritt. Wir werden noch zu fünft dann später unterwegs sein in den weiteren Let's Plays. Wir machen jetzt nochmal die ersten paar Aufnahmen. Und ja, dann werden wir auch zu fünft eben entsprechend in die Welt reinstürzen mit Hippo. Und mit Matze dann auch noch dabei. Ja, also. Da sind wir. Am Portal. Viele große Pilze. Eine riesige Halle. Mega. Wir sind also, wie gesagt, Xa und ich, wir sind vorhin ganz kurz rumgelaufen. Und, haben nur ein bisschen in der Gegend rumgeguckt. Und deshalb dann die Sprache verschlagen. Das war umwerfend und jetzt bin ich an einer anderen Ecke gespawnt. Kenne ich jetzt auch schon wieder nicht hier, die Gegend gerade. Da vorne sehe ich diese Portale, da waren wir vorhin. Es sieht irgendwie eine ganze Ecke davon weg, habe ich das Gefühl. So stark aus. Es sieht so stark aus. Ja. Kann man denn an diesen Pilzen schon was machen? An diesen großen? Wenn du gegenschlägst, kriegst du Thatch und Pilz raus. Fungalwood. Also Pilzholz quasi. Okay. Wow. Ach, Sinde ist auch angekommen. Das ist das erste Mal. Ich habe euch ja eben nur zugehört. War nicht übertrieben, unser Wow, oder? Wow, ja. Hammer. Das ist einfach echter Hammer. Und hier fliegen auch schon die ersten Glühwürmchen rum, die ersten neuen Kreaturen. Aufpassen, was hier sonst noch so rumlief, vor lauter Wow und so. Da, ja, siehste, genau das meine ich doch. Alter, hau ab, hau ab, hau ab. Nimm das Glühwürmchen. Ich hab dann erst zum Kapfer gefunden. Moment. Vier Minuten, 30 Sekunden bis zum ersten Tod. Warum haben wir keinen Todescounter? Rekord, würde ich sagen. Weiß ich auch nicht. Hat ja super geklappt. Ja. Gut. Dafür bin ich jetzt mitten im Portal gespawnt. Weißt du, ich glaube, wenn man stirbt, dann kriegt man so einen kleinen Bonus. Okay, jetzt wäre ich auch gleich nochmal gestorben. Hier geht's einfach nur bergab. Und dann in einer einfacheren Gegend. Hier läuft ein Dödi rum.
Ein Stego, noch ein Stego. Also auch die ganzen alten Dinos sind da. Sie leuchten nur dann auch so schön. Der Raptor hat auch schön geleuchtet. Mhm. Gut. Ja. Jojo! Jojo, leuchtest du auch? Leuchtest du auch, Jojo? Der leuchtet nicht. Der ist scheiße. Wo seid ihr denn so? Ich bin, glaube ich, in der Nähe vom Ausgang, habe ich so das Gefühl. Aha. Aber sobald ich ein bisschen Ausrüstung habe, werde ich dann zum Portal rüberkommen. Scheiße, das sind diese verseuchten... Boah, ich bin in so ein Pilznest rein. Das waren die Giftpilze. Alter. Fünf Minuten, 51 Sekunden bis kurz vor dem zweiten Tod. Geht nicht in diese Giftpilze rein. Das ist nicht lustig. Wie sehen die aus, grün? Wie Fliegenpilze. Ah, okay. Alter, das hat mir... Keine Ahnung, also ich war kurz vor Tod. Das ist fast weg gewesen, das Leben. Wow. Ich wäre gerade fast reingelatscht. Mhm. Ach, mach's mal, Sinde. Mach's mal, damit du es auch zeigen kannst. Das ist sehr lohnend. Nö. Ach komm. Da kein Frosch. Quark. Hier ist schon wieder so ein Nest, glaube ich. Und das hier. Hier geht's nach oben. Schön. Mir geht's eigentlich immer permanent bergab. Hier gibt's so eine Rampe. Warte, bleib mal stehen, Sinde. Bin hinter dir, glaube ich. Oh, jetzt endlich mal was bauen. Geht mir noch Thatch und Wood. Achso, ich habe ja wieder alles verloren. Ach, verdammt. Ich glaube, hier ist aber auch so ein Pilznest gewesen bei den Bäumen, oder? Mach ich doch mal einen Clan auf, oder? Ja, mach mal einen niveauvollen Clan oder so. Oh, da ist ein Bipedog. Hinter dir ist ein Raptor, aber der läuft noch zur Wand, Xa. Jojo. So, dann einladen. Zack. Danke. Ja, dann. Wohin? Willst du nicht der Raptor kommt jetzt gerade in unsere Richtung. Bauen? Ach, Raptoren sind harmlos. So, klar. Da läuft ein Bipedog rum. Ist eines der neuen Tierchen. Und die sollte man möglichst früh zähmen, glaube ich. Vor allem vor der ersten Nacht. Und dafür braucht man diese Aquatic Mushrooms, die mag er zumindest. Ob er noch andere mag, weiß ich nicht. Aber da habe ich schon mal ein paar. Kriegt er jetzt reingestopft. So niedlich. Hi, du. Moment. Wollte doch eigentlich. Du bist noch beim Portalkäuer, oder? Mehr oder weniger, ja. Okay. Also ich bin, wie kann ich das beschreiben? Ziemlich in der Mitte von diesem Raum. Und wenn man zum Ausgang hinguckt, links runter. Okay. Ziemlich in der Mitte und dann links runter. Ja, da ist relativ ruhig bisher zumindest. Da sind ganz viele Glühwürmchen. So, komm. Dann kommen wir da einmal gleich noch mal hin. Ein Mushroom, dann habe ich meinen ersten. Was passiert in der ersten Nacht? In der ersten Nacht könnte es sein, dass die Nameless kommen. Wir wissen es jetzt noch nicht, weil es alles neu ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Nameless, also diese Geschöpfe, die aus dem Boden rausschießen, nachts kommen. Ob die jetzt auch in diesen Anfängergebieten schon sind oder nicht, das weiß ich nicht. Das werden wir mal gucken. So, fällt gerade noch nichts ein. Das können wir ja mal in den Chat reingeben, an Namen. Ja, Namen für unsere Bulb-Dogs. Oh, wei. Oh, der ist so süß. Vor allen Dingen, wenn man dem jetzt sagt, dass er leuchten soll, mal ihn streicheln. So, Moment, ich mach das mal aus. Und dann Pet to toggle on. So niedlich, wie der da nach vorne überklatscht. Das ist so toll. Also die haben echt das Zeug, die neuen Lieblinge zu werden. Ich meine, mit Scorched Earth kam ja die Chaboas rein, dann später kamen die Otter rein. Immer wieder Viecher, die einem sofort ans Herz Vorsicht, wachsen. Hast du irgendwo Wasser gesehen? Nein, noch nicht. Du, das ist ein guter Hinweis, weil es ist warm hier. Ja. Ja, und ich dehydriere. Ja. Also mit der Fiberrüstung geht das irgendwie. Also ich habe keinen Durst. Oder auch keine Hitze. Warte mal ganz kurz. Ich hab
da eine Idee. Moment. Tja, schade auch. Ich hatte eine tolle Idee, aber das Spiel sagt nö. Ich meine, wenn sich schon was Aquatic Mushroom nennt, dachte ich, es füllt vielleicht Wasser auf, aber nö. Nö, weil ist nicht. Nö, weil ist nicht, genau. Vor allem stand bei den Mushrooms auch Looks Refreshing, aber war nicht wirklich. Schade eigentlich. So, na dann, wollen wir mal ein bisschen Zeug bauen, nicht nur Bulbdog zähmen. Wollen wir mal so ein bisschen versuchen voranzukommen. Ja, wo bist du? Ich bin jetzt in der Mitte. Direkt beim Portal? Ja, quasi, also ich brauche nur hochgehen. Ach. Jo, weil ich bin jetzt auch ziemlich genau da. Ich zähme mir gerade auch noch so ein komisches Vieh. Was brauchen die denn? Aquatic Mushrooms, die kriegst du mit den normalen Pilzen. Da ist ein Todesstrahl, das ach, da bin ich gestorben. Ich sehe euch leider nicht, ich bin jetzt wirklich genau in der Mitte. Ja, nee, wir kommen gleich. Wir sind ein Stückchen Richtung Ausgang, aber direkt vorm Portal sozusagen. Okay, jetzt bin ich am Verdursten. Was macht man da mit dem Verdursten? Wir müssen irgendwie zum Wasser kommen. Da sagst du was. Und mit Tuberis essen? Ja, natürlich geht das. Also ich habe einen anderen Ausgang gefunden, der könnte zum Wasser gehen. Okay. Kommst du mal in die Mitte? Ey! Damit wir zu diesem Ausgang gehen könnten. Weil da rennen gerade Raptoren rum. Bist du da wirklich? Nein, da bin ich nicht. Ich bin weiter in der Mitte. Also mehr Richtung, andere Richtung. Mehr Richtung, andere Richtung. Verstehst du? Ja. Also du bist dann mehr oder weniger beim Ausgang sozusagen. Nee. Weg vom Ausgang bin ich. Weg vom Ausgang. Ich muss jetzt erstmal runter wieder ein paar Bären holen. Aber ich kann Richtung Ausgang marschieren. Ich hoffe nicht irgendwie hin. Ja gut, dann wir warten unter diesem großen letzten Portalkringel vorm Ausgang. Mhm. Ja, lasst mich nur hier. Dieses Holz von den Pilzen kannst du da ganz normal wie ein ja, Stück normales Holz nehmen. Kannst du ganz normal nutzen. Aber die Raptoren scheinen gut was auszuhalten. Die Trampeltiere trampeln da ewig auf ihm rum und passiert nichts. Also die Raptoren haben auch relativ kurzen Prozess mit mir gemacht. Ja, ich habe einfach zu langsam gebaut. Ich war jetzt zu sehr mit dem Bulbdog da beschäftigt. Den fand ich zu spannend. Da rennen auch irgendwelche Hyänen oder sowas rum. Was? Was bitte? Hör auf mit so einem Scheiß. Oh ja. Echt Hyänen? Mhm. Sieht zumindest so Hyänen-ähnlich aus, ja. Oh Scheiße. So, ihr seid am letzten Dings. Genau, da wo die Rampe mehr oder weniger dann hochgeht. Mhm. Versuche mich irgendwie mit Bären so ein bisschen über Wasser zu halten. Was ist mit den Raptoren? Sind die dann noch auf der Fläche? Die sind, glaube ich, jetzt endlich zertrampelt worden. Oh, okay, dann kann ich hoch. So, du kannst im Prinzip... also wenn du bei laufen dem, über diese Fläche. Ja, ja wie gesagt, ja, nur wenn du so durch... Hyäne. Ah ja, dann hast du gesehen. Die sind in der Nähe von dem Pony. Ja. Wie komme ich denn da jetzt vorbei? Du kommst nicht vorbei! Kommst du von unten gerade hoch? Ja, ich komm von links gerade hoch, wo die standen. Ich bin denen quasi ins Maul gelaufen. Aber ich gehe jetzt mal außen rum. Ach, da wuselt was, ja.
Ja, auf der Seite ganz durch, das sollte nichts mehr sein. Ja, ich hoff's. Oh Mann, ich bin schon am Verdursten. Da. Das ist heftig. Kampelt direkt gewütet. Wir müssen es auch noch einen Raptor zerlegen können. Das sind neue, ja, diese Hyänen, wie wir sie genannt haben. Also sie haben die Funktion der Hyänen, glaube ich, hier übernommen, die Nische sozusagen der Hyänen. Aber es sind andere Tierchen gewesen, die sahen so ein bisschen anders aus, ja. So, hallo. Ah, da ist er, ja. Moment, einladen. Zack. Mhm. Bin drin. Warum habt ihr den Bulbdog noch nicht? Ach, ihr habt ja jeden. Wir haben alle. Ihr habt ja einen, ja. Oh, machen wir hier, komm, machen wir so alle mal nebeneinander. Weißt du, wir verdursten, scheißegal, Hauptsache wir machen Fotos von Bulbdogs. Wobei unsere beiden fast ähnlich sind. Die beiden sind fast ähnlich, ja, ja. Meine hat ein bisschen bräuneren Bauch, oder meine, besser gesagt. Oh. Erdbeben, es ist ein Erdbeben. Da fällt Zeug von der Decke. Da fällt Zeug von der Decke, einsammeln, Erdbeben. Macht Pling Plong überall, das ist Zeug. Oh ne, das ist Zeug. Kacke, was ich jetzt aufgesammelt habe. Was ist das denn hier? Auch aufsammeln. Blue Gam. Green Gam. Also hier fallen dann bei Erdbeben lustige Sachen. Auch Holz und alles mögliche fällt von der Decke. Ich warte nur ehrlich gesagt drauf, bis irgendwie mal so ein großer ein Paket runterkommt, was halt wirklich wehtut. Ja, das könnte noch passieren. Oder irgend so ein Drachen, der oben an der Decke klebt und durch das Rütteln runterfällt. Weißt du, so Quatsch. Fällt schläfend runter und wacht dann unten sauer auf. Ja, und diese Erdbeben, das ist eines der neuen Events, was passieren kann hier eben bei Aberration. Und das schädigt auch Basen, die in dem Bereich sind, wo eben das Erdbeben stattfindet. Heißt also, aufpassen beim Basenbau. Es gibt einige Gebiete, die erdbebenreicher sind und einige, die halt nicht so häufig Erdbeben haben. Da muss man entsprechend dann halt gucken. Ja, hat schon wieder jemand hingekackt. Zum Wasser, oder? Ja, vielleicht kommt ja auch gleich Wasser runter, ich hab noch Hoffnung. Das glaube ich jetzt eher weniger. Okay. Bing! Ich finde ich halt, dass auch Holz Bing macht. Ja, das ist Glasholz. So, warte mal, war hier noch was? Nix Dolles mehr. Nö, glaub doch. Oh, ciao. Na toll, Level 60. Ganz ciao, toll. Ciao, Xa, war schön. Helft ciao. Tschüss, auf Wiedersehen. Das ist doch Level 60er, ich soll dir helfen. Ich kann dir sagen, wenn ich dir helfe. Den hätten wir gekriegt. Ja, hätten wir super gekriegt. Sinde, du gehst da hoch. Hätten wir locker gekriegt, Xa. Der hatte ich nur mit 2-3 Schlägen tot gehabt, oder sonst hätten wir den locker gekriegt. Der hat mindestens 6 gebraucht. Erhöhte Position. hat geholfen. Oh, leid getan hat es mir ehrlich gesagt nur in dem Bulbdog. Opfer müssen gebracht werden, Xa. Achso. Komm, Sinde. Na, immerhin habe ich jetzt keinen Durst mehr. Das muss man doch passieren. Ich bin weiter die Rampe hoch. Au. Oh, okay. Oh, was ist das denn da? Ja, kommen Sie mal hoch. Hier ist noch mehr. Was ist das denn da? Explorer Note. Ja, hast du es jetzt eingesammelt? Das ist XP Boost. Frage ist, was ist das denn da? Guck mal, hier ist so eine Projektion. Hier ist so eine Projektion. Ach ja! Oh. Wo bist du? Auf der Rampe, beim Stego. Beim Stego. Hier geht's runter. Ich hab einen Abgang gefunden, Xa. Sanft im Abgang. Ja, das dürfte wahrscheinlich der sein, den ich vorher meinte. Also du gehst praktisch bei der Rampe dann rechts runter. Da ist so ein Loch in der Mauer. Ich glaube, ja. Ich habe mich verlaufen. Ja, schätze ich auch. Hallo, ach, Sünde, da, hier. Nee. Hi. Guten Tag. Schauen Sie, hier ist auch so eine hi. Projektion und da geht's runter. Sind wir da nicht eben hergekommen? Ja, da sind wir hochgekommen. Leid. Ihr seid da unten gespawnt. Ihr seid gleich am Ausgang gespawnt, das ist ja eine fiese Sache. Wow, mehr oder weniger. Ja, Xa hat auch gerade einen Abgang gemacht, genau. Ja, aber nicht so... Glamouröser Abgang. Einen formvollendeten. Im Abgang leicht dämlich.
So. Ja, ja. Etwas dämlich. So, ihr seid jetzt die Rampe hoch, oder wie? Wir sind die Rampe hoch, geflohen, ja, und stehen da am Abgang und würden dann gen Wasser laufen. Ja, dann komme ich da jetzt auch hin. Sehr gut. Mein Krempel auch wieder. Das wird, also bin mal gespannt. Ich glaube, wir sterben noch mindestens 20.000 Tode. Und naja, sobald du Ebola hast, sollte das halbwegs gehen. Okay. Was ist eigentlich mit diesen anderen Mushrooms? Was steht denn da so als Ding? Also hier looks refreshing, das macht aber nur gerade gar nichts, also zumindest nicht direkt. Der andere. Tasty and heals you slowly over time. Dieser Agaravic Mushroom. Der heilt. Oh, und dann haben wir noch den Ascarbic Mushroom, der hat highly narcotic. Also der betäubt. Und dann haben wir einen Auric Mushroom. Looks invigorating. Was war denn invigorate? War denn invigorating? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das weiß der Chat bestimmt gleich. Hier haben wir noch verschiedene neue Skins übrigens auch dabei. Hier gibt es einen Decorative Ravager Settle Skin. Place this on a Ravager Settle to have more aesthetically pleasure settle. Okay. Also da, was auch immer ein Ravager ist, das werden wir noch rausfinden. Cool. Also das, da müssen wir noch wissen, invigorating, was das wohl ist. Da haben wir einen Narkosepilz halt und einen Heilpilz. Das mit dem Heilpilz finde ich ja besonders gut. Ja, ist schön hilfreich. Jeden Fall. Und bei den Gems, was steht da so dabei? Unusual properties that makes it ideal for increasing the structural integrity. Ah, okay. Also macht es stabiler, die Strukturen von Gegenständen, Rüstung oder ja, Strukturen halt. Und dann haben wir das Ganze nochmal beim grünen Gem. Crafting-Zutat für primitive Werkzeuge und Sattel. Cool. Warum geht Koyas Wasser langsam hoch? Ich habe ganz viele Bären gerade reingehauen, darum steigt das minimal. Cool. Gehen wir runter. Gehen wir runter. Mitten in der Nacht. Das ist bestimmt Top-Idee. Ja, ist sicher schlau. Wobei da unten eigentlich nur ein Raptor rumrannte. Ach dann. Auch nur vor. Ja. Ich lauf doch. Ja, nachher, noch vor. Du hast Licht, du musst vor. Du hast auch Licht. Da unten sind. Ich hab kein Licht. Alter, du siehst da unten gar nichts. Das ist Todesurteil, wenn man da jetzt hingeht. Ach was. Mimi. Das wird schon. Wie war das? Du musst nicht schneller sein als der Raptor, du musst nur schneller sein als deine Kumpels. So ist es. Gut, machen wir das halt. Also der erste Sattel, den man lernen kann, ist immer noch der Fiumia-Sattel. Da ist nichts Neues Low-Level dazugekommen. Nee. Und jetzt ist mein Tierchen aus. Sekunde. Oh, das muss ich erst wieder hochladen. Fackel. Ich finde das so süß. Wie mal umfallen. Ja, das ist der Hammer, ne? Frisst der auch die anderen Pilze? Oder Bären? Wenn der gezähmt ist, frisst der dann... Ich habe keine Bären. Für dich habe ich keine Bären. Könnte ich mir vorstellen. Für dich habe ich... Oh, guck mal, seht ihr das da links? Diese lila Wolke? Ja, das ist irgend so eine Giftwolke, glaube ich. Mhm. Also, du kannst doch gerne mal hinlaufen und gucken. Also, Ich mach das, ich hab da kein Problem mit. Am Anfang ist eh ausprobieren. Dann. Ich gebe euch mal kurz meinen Schlafsack machen. Ah, mach mal da. Warte, der folgt ja. Achso. Ah, hab schon abgefangen. Ja. Ah, zugegeben. Ne. Gaswain ist das. Das ist. Was auch immer, du kannst wahrscheinlich später Gas abbauen. Das ist wie so eine Ölquelle. Nur halt Gas. Das könnte sein, ja. Na dann. Hast rein. Wo ist meiner? Hast du ihn jetzt auf der Schulter, oder wie? Ich habe ihn auf der Schulter, ja. Moment. Ja, kannst du ihn haben, komm. Wir finden schon wieder einen. Achso, okay.
Wenn du irgendwo einen rumlaufen siehst, sagst Bescheid, dann zähme ich mir wieder ein. Jo, mach ich. Tum, 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 tum. Oh, hier sind noch Pilze, ich will die noch mitnehmen. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Okay, ich bleib bei Xa. Das heißt, warte mal, du hast ja noch eine Fackel. Nee, komm, dann gib mir mal wieder. Dann habe ich auch noch ein Licht. Du hast ja wenigstens eine Fackel gebaut. So intelligent war ich nicht. Oh, und Platsch. Also Wasser war mehr so links, ne? Mhm. Aber könnte jetzt sich auch bis rechts durchziehen. Mhm. Also ich würde erstmal ein bisschen rüber gucken. Okay, ja, mach vielleicht mal. Vielleicht springt easy ein bisschen ungefährlicheres Gefiehigung. Mhm. Stego hat mich erschrocken. Ja, die leuchten so schön hier, ne? Mhm. Na, da vorne rennt ein Dodo rum. Wenn jetzt irgendwas kommt, müssen wir es zum Stego lotsen und da abstreifen. Dann ist Raptoren und so weiter, kriegt man da ja los drüber. Aber zum Glück ist es relativ ruhig hier bisher. Ah, ja, das stimmt. Das ist schon mal okay. Mein Wasser geht echt leicht hoch, noch immer durch diese Beeren. Das hält ganz schön lang an. Welche hast du gegessen? Die Mädchen? Ich pflück immer und hau alle vier rein gleichzeitig. Achso, okay. Also, ist dann schon immer eine ganz gute Menge. So, Alter. Ich würde das jetzt gerne mal bei Tag sehen. Also man sieht schon, woraus bei Aberration rausläuft, dass man sehr viel klettern muss, dass man sehr viel... Ist krass, gell? Dass man sehr viel klettern muss, dass es sehr unwegsam ist, dass man sich irgendwie einen Weg durchschlagen muss. Und, boah. Diese Momente, die sind halt einzigartig, ne? Also diesen Moment, wo einfach alles neu ist, wo du ankommst und überhaupt gar nichts weißt von dieser Welt, von den Dinos und allem. Hier geht's runter wie Sau noch. Da unten ist erst Wasser. Wir müssen uns rechts halten. Vorsicht, rechts habe ich irgendwas Größeres rumhüpfen sehen. Okay. Aber ein Eck weg, also wir können es eventuell umgehen. Das sind halt so die Momente, die ich einfach genieße in den Spielen. Wenn du wirklich so diese Alles-Neu-Phase hast, ne, diese Entdeckung. Das ist super. Solange wir jetzt diese... Oh, was läuft denn da? Was ist denn das? Vor uns ein Dodo. Das watschelt. Ach, das ist ein Dodo. Der hat so einen roten Schnabel, oder wo leuchtet der? Aber der ist gewartet, Schnabel. Der hatte Fluchtmodus. Er hat es irgendwie eilig gehabt, ja. Mhm. Ach, der Schnabel leuchtet, Tatsache. Wo ist er? Da. Er hat ihn bestimmt besiegt, was auch immer ihn gejagt hat, Sinn, der Dodo hat gesiegt. Das sind Raptoren. Aber nicht dich besiegt. Nee, hallo? Nie. Ja, das war jetzt so gemein. Der ist geflohen, hat gesiegt und dann wird er umgebracht. Wollte sich bei uns in Sicherheit bringen, ne? Und dann kommt Xa. Dann kommt Xa und ist erbarmungslos und da unten leuchtet was im Wasser. Sind das die Mantas? Wo ist Wasser? Ja, hier unten ist ganz viel Wasser, aber da sind auch mindestens 2-3 Krokus drin, wenn ich das richtig sehe. Ach Gott, das sind 4-5 Krokus, glaube ich. Das Ding ist voll mit Krokus da hinten. Da sieht man immer wieder so Schatten. Huch, Licht. Cool. Oh, wie geil das aussieht mit dem Licht, wenn das jetzt hier reinfällt. Habt ihr auch so schöne Effekte? Boah, ja, Wahnsinn. Oh. Ach nö. Was denn? Raptor. Orb. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein, lass das sein. Lass das sein. Lass das. Oh, oh. Habt ihr einen Tod? Ja. Ja. Gut gemacht. Komm zum Ernten. Was ist mit dir, Xa? Hast du ihn auch geschafft? Dein Raptor? Nö, der Raptor hat mich geschafft. Oh, echt jetzt? Mhm, ja. Der war ziemlich angekratzt, als er bei mir ankam. Ich musste aber erstmal, oh, wie schön machen, Xa. Es tut mir leid, sonst hätte ich echt geholfen, aber hier war so ein schöner Ausblick und. Ja. Es ist gerade die Sonne aufgegangen und da habe ich gedacht, hey, Sonne. Und dann war halt auf einmal. Ja, Sonne. Das schon kann gut. Ich ja nicht, ja, weißt du? Das sieht so geil aus! Wasser!
Ja, hier oben verdurstest du, unten ist das Wasser und im Wasser sind Krokos, das ist alles so fies. Super. Guck doch, was da unten an Krokos rumläuft. Ja, hab ich gesehen. Da waren aber mehr noch vorhin und Mantas sind da auch drin. Sieht das geil aus, Alter! Mann. Psst! Ihr Lieben, wir gehen auf 30 Minuten zu. Ach, was? 30 Minuten. Das war übrigens Kia. Hallo! Okay, dann machen wir an dieser Stelle die Folge aus. Xar führt in den Toden, er ist ein völliger Noob. Ja, ich werde mir da noch was einfallen lassen. Ich weiß gar nicht, was er hat. Er klingt so unzufrieden. Was, weißt du, was er hat, Sinde? Nö. Der Raptor war doch auch völlig leicht zu besiegen. Den hast du ja mit zwei, drei Schlägen weggemacht. Ja, weißt eben. Du? Also, ich das sah das nicht geschafft. Also, das ist eigenartig. Also, Moment, ich weiß nicht, warum wir so einen Loop dabei haben. Cheat-Kill? Ja, jetzt kommt er wieder. Weißt du, Xar kann nur mit Cheats. Wir sehen uns in der nächsten Folge vom Let's Play wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden Aberration dann noch viel, viel mehr erkunden. Das ist erst der Startschuss eines großen Let's Play. Stop. Ah, Hilfe! Nein, nicht! Nicht doch! Bist du runtergefallen? Boah, ich lebe noch nicht. Ich glaube, der Raptor ist runtergefallen. Raptor ist runtergefallen. Das war doch Xar bestimmt im Spectator und hat hier einen Raptor gespawnt, oder? Das Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, wie gesagt, da werden wir noch viel mehr erkunden. Das ist der Startschuss eines großen Let's Plays. Und wir werden das im PvE-Modus, wie ihr seht, machen. Und wir werden zu fünft versuchen, hier die Welt zu erkunden, die neuen Dinos alle zu zeigen. Dinos, in Anführungszeichen. Und die ganzen Geheimnisse dieser Welt zu entlocken, inklusive der Höhlen, der Bossgegner und was nicht alles. Also eine große Reise, die auf uns wartet. Ich hoffe, ihr begleitet uns dabei. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Ark Aberration hoffentlich wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Oh. Tschüss.